Hi, willkommen zurück zu NSOB Central Production Buried Graveyard. Das ist jetzt die Phrase. Ich habe mich schon reingelesen und das Forum sagt, never such a thing like a simple ghost house. This is not simple. This is dangerous. Also du musst auf jeden Fall nerven. Ein saftiges... Willst du dich auch mal verändern? Achso, der ist gar nicht einer von denen. Ja, tut mir leid, ich habe dich verwechselt. Das muss schneller gehen. Okay, ich gehe da mal rauf. So. Könnte ich das schon? Nee, aber jetzt geht's, glaube ich. Wow. So, guten Morgen. Dann haben wir das hier zumindest schon mal gesehen. Ich habe keine Ahnung, wo es unten lang geht, aber ich nehme immer erst den komplizierteren Weg und dann können wir uns gerne nochmal unterhalten. Komm ich von da unten noch hoch? Nee. Okay, die machen einen unwitzig. Ja, jetzt brauchen wir hier einen silbernen Switch. Aber wir haben ja die Decke hier schon kaputt gemacht. Deswegen... Was zum Fick ist hier eigentlich los? Oh, okay. Na gut. Das ist so ein bisschen Creepypasta-Niveau hier, ne? Also, das wäre ich schon ein bisschen wild. Da kann man schon mal drauf eingehen. Aber irgendwie brauche ich eine Shell. Und die finde ich nicht. Muss ich die von oben mitnehmen? Ein Level nochmal neu starten und von oben eine Shell mitnehmen? Ja, ich glaube schon. Ja. Ja, das ist etwas, was man gerne vorher gewusst hätte. War hier nicht eigentlich auch noch eine? Nee, ich glaube, den habe ich erledigt und ich habe seine Münze auch gesammelt. Geht gut los. Aber so wie das für mich aussieht, gibt es hier auch nur ein Ghost House in dieser Welt. Und Ghost Houses haben den Vorteil, dass sie für euch sehr lustig sind, weil ich irgendwann sehr wütend sein werde. Okay, ist da noch einer drin wieder? Nee. Den nehme ich mit. Okay. Und Attacke. Ach, hier lang. Okay. Yay! So lang ist der Level noch und voller Rätsel und Fallen und Gimmicks. Ja. Ist in Ordnung. Ich habe keinen Stress. Also, ich weiß nicht, was man da vorher alles hätte machen sollen, aber es interessiert mich auch nicht. Um ehrlich zu sein, nö. Lull. Ah. Ich bin der Imperator und ich fresse Essen. Okay, jetzt sind wir draußen. Ich bin ein Zauberer. Leute, ich bin Zauberer. Bin ich Zauberer? Ja, ich bin Zauberer. Vermutlich hätte man da seinen halben Lebensabend damit verbringen müssen, eine Shell zu finden. Und ich habe sie einfach auf Anhieb gekriegt. So, wie viel Leben gibt's? 4, 4, 4. Dankeschön. Diese dreckigen Nazis, ey, die gehören alle. Alle gehören die in den Knast. Und ich postuliere jetzt einfach mal, dass es da kein Secret Exit gibt. Fertig. Ich habe alles geschafft. Ich
sing jetzt mal wieder mit, damit ihr alle genervt seid. Yeah, baby. Oh, oh Gott. Oh, oh. Der sitzt da im Wasser und der sorgt für Ärger, das verstehe ich. Yeah. Ich glaube, auf dem kann ich. Auf dem kann ich. Ah! Hui! Ah ja, so ist es doch gut, ne? Oh, jetzt bin ich wieder. Leute, ich habe das Geisterhaus in Rekordzeit gemacht. Okay, danke. Ah, jetzt. Da kann man mal sehen, wie so eine Musik einen komplett anders stimmen kann, ne? Erstmal euch fletschen. Und jetzt haben wir ein Springboard. Kann ich hier unten rein? Nee. Und ran an den Speck. Moin. Ja. Das war der Moment, wo man. Ich kriege auch Angst, wenn er immer so Dampf in den Wolken ist. Was soll das? Was ist das? Der macht mich nervös. Oh, warte mal. Ich habe ja hier rumgedaddelt. Das geht. Ja. Ich habe rumgedaddelt und jetzt bin ich schnell genug. Ich will hier nicht sein. Die Urchins! Komm, gib mal, gib, runter, runter, runter. Oh. Ich bin froh, dass es diese Viecher nicht bei Super Mario Maker gibt. Ich bin echt froh. Ich bin so froh. Und die auch nicht. Die Mickey Mouse Boys hier. Und ich habe jetzt schon mein Level essentiell leichter gemacht, dadurch, dass ich hier alle Switches aktiviert habe. Was auch lustig wäre, wäre so Skullard-Style, dass die Level dann schwerer werden, wenn du den Switch aktiviert hast. Du hättest den nicht aktivieren dürfen. Ja, das ist. Ich hasse dich immer noch dafür, weißt du das? Immer noch. Das verjährt nicht. Das ist. Ich sag's euch, wenn ich später dann bei Backgammon dann irgendwann halb tot auf meinem Sterbebett lege, dann sag ich auch, Skala, du Arschgesicht, ey. Weißt du noch damals? Sag ich dann. Weißt du noch damals? Und er sagt, nee, was war da denn? Und dann sag ich, ja, ja. Verjährt nicht. Okay. Okay, okay, okay. Ich weiß schon, was zu tun ist. Hört ihr das drüben? Da sägt einer. Ich habe neulich einen gesehen, der war, ich weiß nicht, was mit dem nicht richtig ist. Also, der hat so eine Flex gehabt und da hat er da Steine zersägt. Ohne Gehörschutz und ohne Schutzbrille. Oh, habt ihr den Power Boost gesehen da oben? Wie er auf einmal abging? Nee, da brauche ich noch einen. Oder ich muss mich klein schießen lassen. Nee, das geht. Und jetzt bekommt der Spaß eine ganz neue Dimension. Schwimmen mit Gegenstand macht sehr viel Laune. Was ist das da für ein Dampf immer? Kann ich da rein? Ja. Guten Morgen! Ich wollte mich hier für die Wattwanderung anmelden. Ist hier irgendwo ein Schlüsselloch? Irgendwo hier? Hallo? Ah, nee. Bestimmt nicht. Aber, jetzt können wir schon mal sagen, dass wir zumindest den Schlüssel haben. Das heißt, das Schwierigere der beiden Exits, da sind wir gerade auf einem guten Weg hin. Oh, man muss immer positiv denken bei sowas. Das ist natürlich nicht gut, wenn man nicht springen kann, während man einen Schlüssel in der Hand hat. Kann ich auch nicht. Wenn ich einen Schlüssel in der Hosentasche habe, dann springe ich auch mindestens einen Meter tiefer. Deswegen, normalerweise würde ich so an die 4 Meter schaffen, aber mit Schlüssel in einer Tasche schaffe ich vielleicht einen halben. Falls mich mal irgendjemand fragt, das ist einfach so. Ich sehe da zwar keinen kausalen Zusammenhang jetzt im eigentlichen Sinne, aber ist egal, ist einfach. Moin! Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich hier in irgendeiner dieser Röhren rein muss. Um da meinen Schlüssel abzugeben. Der Furzer!
eine regionale Spezialität? Nee, da passiert nichts. Da oben ist ein Schlüsselloch. Hätte ich jetzt ein Cape, wäre das kein Problem. Da wäre ich jetzt schon oben, das zeige ich euch. Aber jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich da unten rankomme. Ich versuch's mal hier lang. Nee. Aber der Schlüssel zum Ganzen müsste ja entweder darin liegen, dass ich... Kann ich den da unten runterbouncen? Macht der so da Sachen kaputt? Nee, ist egal. Ja, siehst du mal. Geht auch einfacher, als ich dachte. Tot! Und zack. Jawoll! Schön, ne? Echt schön gelaufen. Ich bin glücklich. Die Lagune des Schreckens. Nochmal. Rutschi, rutschi und zacki, zacki und Bier, Bier, Bier. Ich möchte doch einfach nur mal ganz kurz sagen, dass ich hier total nicht einverstanden mit diesem Schwachsinn bin, ne? Ja, darf ich das einmal zur Sprache bringen? Ja, danke schön. Okay, Straw Poll. Wer ist wieder dafür, dass Maddie ein Cape kriegt? Einer, ich und wer noch? Nein, das ist dann langweilig. Dann ärgerst du dich ja gar nicht mehr. Das stimmt. Aber dann fühle ich mich gut. Das ist auch... Das ist ein Zustand, der eigentlich nicht gefördert werden darf. Maddie ist glücklich, das geht gar nicht. Also da muss man unbedingt gegenhalten. Ich hasse diese Blind Jumps immer. Also die sind ja in diesem Hack schon an der Tagesordnung. Also da musst du ja wirklich lange suchen, wenn du da mal ein Level ohne Blind Jump finden möchtest. Gibt's nicht. Erstes Level, glaube ich. Nee, selbst da nicht. Nee. Oh Gott. Das sind so Momente, wo ich das auch nicht auf mir sitzen lassen kann, ne? Ihr kennt das. Ach, Kacke. Da hab ich den... Der Fischfletcher vom Niederrhein. Der Fischfletcher. Kennt ihr den Fischfletcher? Jeder Mensch müsste mal einen Fischfletcher gesehen haben. Und jetzt geht's hier ab ins Wasserlevel. Da wird's richtig geil. Nee. Was ist das denn hier? Ist das Secret of Mana Musik hier? Ich glaube ja. Dieses Hochland-Ding da. Es tut mir leid, ich habe nicht auf Anhieb verstanden, wie ich hier mich durchwühlen kann. Ah. Diese Szenen fand ich schon bei Super Mario Bros. 2 sehr anstrengend. Ich hab's auch nie hingekriegt. Ich wurde da spätestens nach 20 Sekunden immer von den Ninjis verhauen. Oh Gott. So eine Szene hatte ich ja auch in einem Level von Super Mario Maker drin. Also in einem von meinen Levels. Adventure of Razivi. Nee, das war, Fipsiland. Fipsiland war das. Okay, ein Level machen wir noch heute. Das muss noch. Der muss noch fallen hier. Es sei denn, das ist wieder so ein langer. Ja, ist egal. Wow! Eigentlich hätte ich es mir ja denken können, ne? Oh Gott. Es sieht aber auch nicht wirklich nach Gefahr aus hier. Nee, mal so gar nicht. Hier ist ein Schlüsselloch. Da weiß ich zumindest, wo es ist. Und hier oben ist der Schlüssel. Nee. Schade. Hätte sein können. Grrr. Nee. Okay, ist das ein Kadaverhaufen, der irgendwann wieder aufsteht? Nee. Und tot! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ganz easy bleiben. Oh ja, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Durchatmen, draufbeißen und durchatmen. Das müssen wir jetzt machen. Ich bin Lara Croft. Ich kann das. Ich komm einfach mal mit.
Hallo, was macht der denn da? Ist der doof oder was? Midway Point, danke. Danke, 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 danke. Danke, danke, danke. Oh ja. Ah! Ah! The King downloads Sony Vegas. Keegan, this is epic. Whoa, whoa, whoa! Okay, so. Also ich schätze mal, dass das Secret Exit im ersten Drittel des Levels zu sammeln ist. Auch der Schlüssel, der dazu gehört. Es sei denn, wir haben jetzt hier irgendwie wieder so eine Backtracking-Geschichte. Ja. Das sind die Optionen, die wir haben. Entweder ja oder nein. Oder wir haben jetzt hier so ein Röhre, dass wir irgendwie zurücklaufen können. Das gibt's ja teilweise, ne? Da muss man den ganzen Level wieder zurücklaufen. Aber so ein Level ist ja nicht zwingend logisch aufgebaut, ne? Aber kommt, Leute, jetzt mal ohne Flachs. Im Vergleich zu dieser fliegenden Himmelswelt hier ist das hier ein richtiger Spaziergang. Was ist hier denn passiert? Mario? Müssen wir wieder miteinander reden, oder wie ist das? Physik und so? Kennt sich aus? Weißt du, was da los ist? Nee, weiß ich nicht, ne? Ist da noch was? Das sieht doch so aus. Da sind zwei Münzen dran, da muss man rein können. Und hier ist was? Eine Blume. Ich gehe einfach mal runter hier. Moin. Oder hier. Moin. Nee, passiert nichts. Ist aber letztlich sehr lustig. Was ein geistreicher Spaßmacher. Ich bin begeistert von ihm. Brrr. Guten Morgen. So, jetzt lassen wir mal darauf. Das ist ein P-Switch. Brauchen wir. Und jetzt ist hier das Exit. Ich breche ins Essen. Ist das schön? Yeah!